Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück bei den Pretty Little Players. Wir spielen heute Cards Against Humanity und ich freue mich so sehr, dass ich hier meine böse Seite richtig ausleben. Juhu! Ja! Yeah. Juhu! Triggerwarnung, ganz unbedingt. So. Oh Gott, das sind schon... Triggerwarnung, wenn ihr keinen Humor habt oder ein wenig Humor oder... Wenn ihr Lappen seid oder rumwein seid, geht. Schaut es nicht. Ja. Okay, ich habe schon eine Idee hier. Einfach. Ich habe schon eine Idee. Okay, das ist ja geil. Oh, das ist ja blöd, dass ich hier der Zar bin. Ich habe so viele gute Ideen. Achso, und ich muss jetzt aussuchen. Ja, genau. Du suchst dir jetzt eine Karte aus und die am besten zu diesem Satz oben links hier passt, was lässt mich unkontrolliert furzen, da drückst du auf Play. Spaghetti. Ich habe, glaube ich, auch was ganz Gutes. Ich habe, glaube ich, eine ausgewählt. Oder warte mal. Ja, doch, die nehme ich einfach mal. Oh. Oh, ich freue mich so. Werfe ich erstmal eine weg. So. Oh. Okay, so. Also, was lässt mich unkontrolliert furzen? Ist es. Oh mein Gott, okay. Alles klar. Gut, ja, Stefan Raabs Hoden im Vorhang verfangen. Das lässt einen unkontrolliert furzen. Das ist okay. Ein starker Mongoloid. Was ist das? Na, so einer, so Trisomie. Ja, mit Down-Syndrom. Ja, genau, Down-Syndrom. Okay. Mongo. Mongo. Und was lässt den dritten unkontrolliert furzen? Ah, ja. Ja. Okay, Tja, welches gefällt dir am besten? Ich habe irgendwie mehr erwartet von euch. Kann ich auch keinen auswählen? Der Mongo, der Mongo war einfach richtig gut. Also ich wäre ja echt für Stefan Raabs Hoden. Danke. Ich geb's auf in diesem Spiel, ich geb's einfach nur auf. Außerdem ein Punkt, Winnie, du musst das anonym halten am besten, was du genommen hast. Ja. Weil damit wird dann halt nicht beeinflusst, weil jeder weiß, ich kann euch alle nicht leiden, also kriegt ihr alle keine Punkte, aber... Ich bin der Zar. Könnte man ja einen bevorteilen. Oh mein Gott. Oh Gott, der Satz. Es gibt so nichts Geileres als... Oh, hier gibt's so viele Karten, die ich nehmen möchte. das ist jetzt eine böse. Es gibt so Schönes. Ja, ich würde jetzt was Gemeines machen, aber. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Jetzt, ich glaube, bei dem Spiel ist eine Facecam auch echt witzig, ne? Ja. Komm, ich nehme mal das hier. Shelly geht auf alles. Okay. Dann, wenn wir hier mal revealen, es gibt nichts Geileres als. Wenn du furzt und etwas Kacke rauskommt. Oh, ja, also das erregt mich auch immer ziemlich. Ja, ne, das ist ziemlich sexuell. Es gibt nichts Geileres als eine Schnappschildkröte, die in die Spitze eines Penis beißt. Ich hasse es, wenn das passiert. Ja, ne, das ist schlimm. Ganz schlimm. Nee, es ist so geil, ne? Es gibt nichts Geileres als Italiener. Ja, kann ich zugeben, oh Gott, ich glaube, ich nehme aber den hier. Den hätte ich aber auch genommen. Oh. Ey, Mann, das gibt's doch nicht. Ich lache jetzt schon Tränen. Oh, so möchte ich sterben. Oh. Oh mein Gott. Ach, das da, das ist doch ganz nett. Oh, nee, das ist gut, das hier. Wählt weiß, ich bin sehr wählerisch. Was sind das für Karten? Da denkt sich sowas aus. Komm, nehmen wir das jetzt einfach mal random. Ich hab nichts Besseres. Ja, meine haben auch alle irgendwie Punkt, nicht gepasst. Punkt, so möchte ich sterben. Erste Karte. Finger, so möchte ich sterben. Nummer zwei. In einen Pool von Kindertränen wichsen. Vergewaltigen und plündern, so möchte ich. Das ist so ein Slogan von so einer, keine Ahnung, irgendwie wie eine Fernsehwerbung. So. Das ist der neue Hornbach. Slogan von
Das ist der neue Slogan von ISIS. Dann mache ich auch darum, womit kann ich mich am besten identifizieren? Finger mit dem zweiten, ne? Nee, es ist einfach. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Der war aber auch nicht. Winnie, du hast einen Punkt bekommen. Juhu, das ist der schönste Tag in meinem Leben. Oh, oh Gott. Achso, jetzt bin ich jetzt dran, oder was? Ja. Die Erforschung von. Wie komme ich weiter? Du musst warten, bis wir gewählt haben. Ach so. Während die USA und die Sowjetunion um den Mond kämpften, steckte die mexikanische Regierung Millionen von Pesos in die Erforschung von... Oh Gott. Oh. Ich bin zufrieden mit meiner Wahl. Na, ich habe keine gute Karte dafür. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Das finde ich super. Ja, das passt sogar echt. Was ist das für ein Spiel? Ja. Wer muss? Ja, Winnie, du musst einzeln aufdecken. Entschuldigung. Während die USA und die Sowjetunion um den Mond kämpften, steckte die mexikanische Regierung Millionen von Pesos in die Erforschung von... von Titten. Okay, ist nicht schlecht. Sie steckte Millionen von Pesos in die Erforschung von die wahre Bedeutung von Weihnachten. Oh, oh. Oder in Lukas Nas? Wer ist Lukas Nas? Na, ich dachte, das heißt vielleicht sowas wie die Nase von Luca. Ach ja, natürlich haben sie jetzt mit allen Namen jetzt einfach so gemacht. Ja. Nee, dafür ist ein A zu. Also, das ist mein absoluter Gewinner. Es tut mir leid. Ja. Das war eine einfache Wahl. Ich habe einen Punkt, ich freue mich. So, weiter geht die wilde Fahrt. Ja. Mhm. Lieber Dr. Sommer, ich habe Probleme mit und würde dich gerne um Rat bitten. Oh, da hätte ich gute Karten für, das ist gemein. Ja, da habe ich doch auch schon was. Also der hier ist nicht schlecht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich habe drei gute Karten. Ja, ich hatte auch drei gute. Zwei. Komm, nehmen wir das. Nehmen wir das. Komm, was soll der Geiz? Jetzt bin ich mal gespannt. Oh ja, ich auch. Lieber Dr. Sommer, ich habe Probleme mit Schlampen und würde dich gerne um Rat bitten. Ja, wer kennt das nicht 2018, ne? Ja. Wollen Sie nicht bezahlen? Lieber Dr. Sommer, ich habe Probleme mit meinen Genitalien. Das ist aber tatsächlich ein häufiges Problem, glaube ich, bei Dr. Sommer. Ich glaube nämlich auch, ja. Du musst es ja wissen, Löffelchen. Ja, ich habe es jetzt mal hingeschrieben. Warte kurz weg. Lieber Dr. Sommer, ich habe Probleme mit Kleiderbügelabtreibung. Was? Was okay, ist denn Kleiderbügelabtreibung? Ja, das Keine weiß ich auch nicht. Oh, doch, ich ahne es schon, das ist ziemlich böse. Okay. Was wird in Russland gemacht irgendwie? Ja. Was? Abtreibung mit so einem Metallkleiderbügel. Ich finde aber ehrlich gesagt das am besten. Ja, ich hab einen Punkt. Ja, du, das ist der Mitleidspunkt, weil du Probleme mit deinen Genitalien hast. Ja. Das tut mir sehr leid, finde ich. So, ah, jetzt muss ich. So was lässt Oh Gott. Okay. Oh nein, das ist das kann nicht schlecht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist natürlich auch richtig. Oh mein Gott, ist das böse. Das kann ich nicht nehmen. Doch, wenn es böse Nimm's. Ist, muss ich es nehmen. Nimm's. Ja, stimmt. Mein Humor ist ja auch so schwarz, der kann anfangen, Baumwolle zu pflücken. Ich nehme das. Ah, und ich könnte ja selber noch was einfügen, nicht? Einmal, ja. Einmal ja. Noch, ne? Hm. Komm. Nehmen wir das hier. Okay. Was Harlos. Lässt dich so richtig feucht werden? Kanye West. Okay, das ist oh Gott, ich ahne schon, von wem das ist. Ja, das kann ich mir auch denken. Keine Und Ahnung, was ihr meint. Nein. Hundebabys. Ja, das okay. ist jetzt... Hm.
Was ist jetzt, wonach soll ich denn jetzt werten? Was mir am besten gefällt? Was dir am besten gefällt, ja. Was dich auch am meisten feucht macht. Ja, das. Und Babys. Ich wollte nicht den Kindesmissbrauch nehmen. Ist das in Deutschland nicht verboten? Ja, mit Hundebabys. Also Kindesmissbrauch auch. Nein. Eben, ja. Kanye West ist egal. Bevor ich sie töte, Mr. Bond, muss ich ihnen... Ja, sie freut sich jetzt schon. Nehmen wir das. Ich habe hier drei gute Karten und kann mich nicht entscheiden. Ich weine. Kann mich nicht entscheiden. Na komm, Shani. Ja, ich nehme das hier. Doch bevor ich sie töte, Mr. Bond, muss ich ihn. Richterin Barbara Weiss. Doch bevor ich sie töte, Mr. Bond, muss ich ihm einen Mikropenis zeigen. Auch gut. Doch bevor ich sie töte, Mr. Bond, muss ich ihm heftige Oberschenkel zeigen. Es ist Richterin. Die Richterin ja. Einfach. Ja, das hätte ich auch genommen, ja. Das ist mein Spiel. Packt er so seinen Laptop aus. Ja. Da gibt es auch dieses Lied von den Deichkind. Ich schaue gerne viel, ich schaue gerne lang. Kennen Sie Barbara Salisch? Leider geil. Nee, kenne ich nicht. Das ist kompliziert. Ich habe gar nicht zugehört. Mm-hmm, High five, Bro. Okay. Jetzt boah, habt ihr da was? Ja. Echt? Ich habe da jetzt auch nicht so was, was zu 100% passt, aber oh Gott. Nehmen wir doch mal das da. The poison field. Naja, alles gut. Okay. Der Tag des jüngsten Gerichts. High five, Bro. Okay. Passt richtig schlecht. Gut. Ein Tumor. High five, Bro. Noch besser wäre irgendwie so HIV oder sowas gewesen. High five. Ich weiß schon. Oh, badum. Ja, das brauchen wir so ein bisschen. Und mein Beziehungsstatus. High five, Bro. Nein, ganz ehrlich, das ist mein Favorite. Yeah, ja, das wir ist nicht schlecht. Wir verstehen uns. TSA-Richtlinien verbieten nun in Flugzeugen. Oh, da hätte ich auch eine gute Karte für gehabt, Mensch. Oh, ich glaube, ich habe noch eine hier. Ja, das ist doch ganz nett. Obwohl, passt das? Nee. Oh Gott. Das ist schön. TSA-Richtlinie verbieten. Nee, das ist besser. Das ist auch nicht so leicht. Ja. Was zum Fick sind denn TSA-Richtlinien? Keine Ahnung, irgendwas mit Fliegen. Ja. Flugsicherheit wahrscheinlich. Ja, auch, ja. Na komm, Vinny. Los, TSA-Richtlinien verbieten nun Weiße in Flugzeugen. Anders wäre es noch lustiger, aber... Ja. Bist du etwa ein Rassist? Nein, du bist Ausländer, du kannst nicht Rassist sein. Ich bin Ausländer. Ja. Ich bin nicht Ausländer. Naja, wobei, ich weiß nicht, Pinochet oder wie hieß der? So, ich mach dann mal weiter, ne? Mach mal weiter, ja. Ja. Das ist schon wie so gymnasiale Wissensscheiße. TSA-Richtlinien verbieten nun russische Kellerpornos in Flugzeugen. Aber so Pornos so in russischen Wohnzimmern sind okay, oder wie? Ja, nee, so ein bisschen über diesen Flugzeugmonitor streamen lassen, finde ich doch. Ah, okay, ja, gut. Okay. Bin ich dafür. Ja, ne? TSA-Richtlinien verbieten nun Vaterkomplexe in Flugzeugen. Ah. Ich ahne es schon, was es wird, ne? Ich finde das so gut. Echt? Oha. Hey, ja. What? Juhu. Was? Bin ich echt überrascht? Da sind wir auch überrascht. Ja, Rassismus geht auch in die andere Richtung. So. Ja. Was hat meine letzte Beziehung beendet? Oh Gott. Oh, das ist gut. Das ist gut. Oh, das ist böse. Oh.
Oh je. Es tut mir jetzt schon leid. Ich kann mich wieder nicht entscheiden. Ja, hätte auch zwei die Pass. Sanika, ist ja witzig. Okay. Was hat meine letzte Beziehung beendet? Die Love Parade. Oh Gott, der ist gemein. Das ist gut. Eine freche schwarze Frau hat meine letzte Beziehung beendet. Das ist auch fies. Oder? Wäre es nicht fies, wenn es eine weiße natürliche wäre? Natürliche Selektion. Das ist echt mega. Hätte ich auch genommen, ja. Ja. Aber die Love Parade ist auch gut. Die war richtig dunkel. Oh, vielleicht wurden sie damit geboren. Vielleicht ist es... Hä? Verstehe ich nicht. Vielleicht wurden sie damit geboren. Wurde sie damit geboren. Was ich habe eine sehr gute Antwort. Ja, okay, ich bin gespannt. Nehmen wir jetzt mal das. Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Ich verstehe die Frage. Vielleicht wurden sie damit geboren. Vielleicht ist es... Vielleicht wurde sie damit geboren. Vielleicht ist es die Supernanny. Vielleicht wurde sie damit geboren. Vielleicht ist es das ja, die Klitoris ist es. Ja. Oh, Winnie. Mensch, du räumst ja richtig ab hier. Heute ist mein Tag. Es ist vielleicht deine Runde. Ja, okay. Was ist am knusprigsten? Oh Gott. Oh, da habe ich nichts für. Also man kann sich auch was ausdenken, ne? Ja. Also im schlimmsten Fall. Sag ich mal. Mhm. Ich merke gerade, dass ich die ganze Zeit die Fragen verdecke mit meiner komischen Facecam. Es tut mir sehr leid. Oh, kannst du es nicht rüberziehen? Doch, das nach rechts. Mach ich mal. Entschuldigung, das wollte ich natürlich nicht. So. Ist jetzt natürlich hochgradig unprofessionell, aber darauf kacke ich. Boah, ich habe hier nichts Passendes. Ich habe auch nichts Passendes, das ist so eine Wegwerfrunde, glaube ich. Ja, ich habe auch nichts 100% Passendes. Das vielleicht? Oh, okay. Jetzt, das wollte ich eigentlich gar nicht, jetzt ist es zu spät. Naja. Das heiße Apfeltaschen. Okay. Ja, die sind wirklich knusprig, ne? Die von McDonald's. Gelogen, ne? Der fleißige Mexikaner. Kommt drauf an, was knusprig ist an ihm. Ein Eileen. Okay. Tut mir leid. Also echt? Ich wollte eigentlich zuerst was anderes nehmen. Was hat aber gepasst. Landminen. Beim ersten Date mache ich die Barbe erstmal mit gefügig und ficke sie danach richtig durch. Na klar, wer kennt's nicht? Mit. Das ist. Oder. Ja. Ich könnte immer das. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es auch nicht. Beim ersten Date mache ich die Weiber erstmal mit Natursekt. Dieses Kopfkino. Ja. Beim ersten Date mache ich vor allem jetzt von YouTube nach so werbefreundliche Videos, ja. Ganz versteckt. Das ist absolut werbefreundlich. Ja. Beim ersten Date mache ich die Weiber erstmal mit zu viel Haargefügig. Das ist richtig schön. Boah, ihr geht Kopfkino, Entschuldigung. Okay, und beim ersten Date mache ich die Weiber erstmal mit Crystal. Das ist gut. Danke. Gewonnen. Oh, schade. Oh ja. Ich glaube, seitdem wir aufnehmen, habe ich zum ersten Mal gewonnen. Das ist der schönste Tag. Ich gönne es dir. Juhu. Yeah. Oh Gott, was ist das für ein Spiel? Oh, die Natursekt.
Die Natursektspiele waren gerade mein absolutes Highlight. Ich habe nicht mal einen Punkt bekommen, ey. Großartig. Ja, wir hoffen, wie ihr hattet. Auch Spaß. Mindestens halb so viel Spaß wie wir. Ja. Falls euch das Projekt gefällt, schreibt in die Kommentare. Falls nicht, ebenfalls. Nein, falls nicht, dann schreibt nichts in die Kommentare. Wir wollen wenn nur. Wenn ihr euch angegriffen Kritik. Fühlt, dann mögt ihr euch nicht. Aber dann solltet ihr eigentlich schon in den ersten 30 Abo Sekunden kündigen, abschalten, ja. Ne, haben wir ja gesagt. Abo kündigen sofort. Aber vielleicht ist auch so ein Lappendetektor, wenn ihr jetzt so. Egal. Die Abo-Anzeige ist raus. Die Abo-Anzeige. Ja, gut. Dann wir haben euch gern. Bis dann. Ja. Manche von euch. Ein paar. Ein paar. Einige zwei. Wenige. Paar groß geschrieben. Ja. Tschüssi. Tschüss.